herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tech Talk. Heute stellt man sich die Frage, lohnt sich ein Wechsel zur Exchange Server 2019? Ja, bevor wir die Entscheidung treffen können, ob man zur Exchange Server 2019 wechseln möchte, ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt neu im Exchange Server 2019 im Vergleich zu den Vorversionen? Eine der größten Neuerungen zu Exchange Server 2016 insbesondere ist der Wegfall der guten, alten und auch betagten Fast Search. Sie wird ersetzt durch Big Funnel. Das ist ein schöner Programm für die Suche, das ist die neue Search Engine. Und hierbei erfolgt die Speicherung von Indexinformationen im Postfach. Als zweites zu nennen ist die Metacache-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine SSD-basierte Cache-Datenbank zur Beschleunigung der Datenzugriffe. Weiterhin neu ist der sogenannte dynamische Datenbank-Cache. Hierbei erfolgt eine dynamische Speichernutzung für aktive und passive Datenbankkopien und natürlich auch die Unterstützung von bis zu 256 Gig Arbeitsspeicher und der Betriebssystemunterstützung von Windows Server 2019 respektive Windows Server 2019 in der Core-Edition. Aber gehen wir mal ins Detail. Was ist denn nun genau Big Funnel? Das Ziel von Big Funnel war natürlich die Ablösung der FAST-Suche. Die FAST-Suche in ihrer Implementierung war immer schon ein an die Seite von Exchange angedockte Suchindizierung und damit auch eine Steigerung der Hochverfügbarkeit und einen Weggang von den Systemressourcen. Der Speicherbedarf der FAST-Search auf der Platte war mit knapp bis zu 30% an der Postfachdatenbank nicht wirklich vertretbar, also Effizienz ist durchaus anders und auch eine bessere Nutzung der Ressourcen hinsichtlich Arbeitsspeicher und RAM, nämlich ein Wechsel zur einmaligen Indizierung von Informationen nur auf der aktiven Kopie. Die Leistungssteigerung ist auch nur dadurch möglich, dass Big Funnel mit seiner Nutzung der Postfachinformationen überhaupt erst die Möglichkeit bietet, SSD-Speicher, das ist der Ausblick auf die Metacache-Datenbank, zu ermöglichen, denn die Fast Search mit ihren zahlreichen Schreib- und Lesezugriffen auf die Platte war einfach für SSD nicht geeignet. Und mit der Speicherung aller Informationen im Postfach ist dies natürlich eine wesentlich zukunftssicherere Plattform, da dies dann den Zugriff über gesicherte API-Schnittstellen auf Suchindexinformationen und auch Daten ermöglicht. Wie schon kurz erwähnt, die Indizierung von Inhalten erfolgt nur auf der aktiven Datenbankkopie. Wie das im Detail erfolgt, werden wir in einem separaten Tech Talk besprechen, das wir den Rahmen jetzt akut sprengen. Der Suchindex selber wird im jeweiligen Postfach gespeichert. Dies ermöglicht wesentlich schnellere Umschaltezeiten im Fail- oder Switchover-Fall. Und die Replikation der Informationen, die auf der aktiven Datenbankkopie indiziert wurden, erfolgt über die Protokollreplikation zu den jeweiligen passiven Kopien. Sollte es notwendig sein, ist eine Nachindizierung, ein Auslösen einer manuellen Indizierung pro Postfach möglich. Dies erfolgt alles per PowerShell. Das sind keine Aktionen, die im Exchange Admin Center ausgeführt werden können. Und die bekannten PowerShell-Commandlets sind auch weiterhin nutzbar, sind um einzelne Parameteroptionen ergänzt worden, aber es wurden hierzu keine neuen Big Funnel-Commandlets eingeführt. Kommen wir direkt zur Metacache-Datenbank. Warum gibt es diese Datenbank überhaupt? Idealerweise ist die Auslieferung von Daten und Informationen am schnellsten dann möglich, wenn sie in Daten im Arbeitsspeicher vorliegen. Dieser Arbeitsspeicher des Exchange Servers wird nun durch eine sogenannte Metacache-Datenbank, eine SSD-basierte Datenbank, ergänzt und sozusagen zwischen den Zugriff vom Arbeitsspeicher, vom Programmcode auf die Postfachdatenbank eingefügt und ermöglicht so einen wesentlich schnelleren Zugriff auf gecachte Informationen. Eine Umstellung auf 100% SSD-Laufwerke ist zu kostenintensiv. Hier muss man sei auch mal am Rande erwähnt, dass die Exchange-Produktgruppe weiterhin die Empfehlung ausgibt, dass Postfach-Datenbank- und Protokollinformationen auf klassisch
HDDs zu speichern sind, da SSDs einfach nicht die Zuverlässigkeit bieten, die im Hinblick auf die Datensicherheit benötigt wird. Dies führt dazu, dass wir Hybridsysteme haben, in denen 4 bis 6% des Laufwerkspeichers SSD-Speicher sind. Die Nutzung der Metacache-Datenbank führt zu reduzierten Lese- und Schreiboperationen in Richtung der klassischen HDDs und ein kleiner, aber nicht unwichtiger Nebeneffekt zu schnelleren Anmeldungen und natürlich auch zu einem besseren Datenzugriff. Hier nochmal die Zusammenfassung. Wir erreichen halt mit der Metacache-Datenbank im Zusammenspiel mit BigQuery eine 50% schnellere Suche, schnellere Postfachanmeldung, schnelleren Postfachzugriff und durch die Cache-Funktionalitäten auch 20% mehr aktiv angemeldete Benutzer pro Exchange-Server. Was ist für den Betrieb der Metacache-Datenbank erforderlich? Zum einen die identische und symmetrische Konfiguration der SSDs und HDDs für alle Mitgliedsserver innerhalb einer DAG. Das heißt, alle Server innerhalb einer DAG sind identisch konfiguriert und symmetrisch aufgebaut, denn die Verwaltung und die Aktivierung erfolgt per PowerShell. Und zum einen wird einmal auf der DAG aktiviert und anschließend auf der Serverebene. Und die Verwaltung erfolgt anschließend nach der Aktivierung zu 100% durch Exchange-Server. Als Administrator haben Sie da keine Eingriffsmöglichkeiten, irgendwelche Tweaks und Tricks anzuwenden. Das ist auch der Grund, warum das HDD und das SSD-Layout symmetrisch sein müssen, weil Exchange-Server einfach davon ausgeht, dass alle Server identisch zur Verfügung stehen. Die Synchronisation der Cache-Informationen erfolgt ebenfalls über die Log-Replikation. Hierdurch wird erreicht, dass bei einem Switch oder beim Failover der Cache der passiven Kopie einer Datenbank bei der Aktivierung direkt vorgefüllt ist und somit nahtlos den Betrieb übernehmen kann. Sollte es zu einem Ausfall einer SSD kommen, führt dies nicht zu einem Ausfall des Exchange-Servers. Was wir dann merken, ist ein Ausfall, eine Reduzierung der Leistung, weil einfach diese Cache-Funktionalität zwischen Arbeitsspeicher, Programmcode, Exchange und der HDD außer Betrieb genommen wird und direkt wieder der Zugriff auf die Postfachdatenbank erfolgt. Was gibt es noch? Der dynamischen Datenbank-Cache. Der Datenbank-Cache war in der Vergangenheit sehr stark konfiguriert. Das bedeutet, passive Kopien haben den gleichen Speicherbedarf gehabt beim Einbinden auf einem Server wie die aktiven Kopien, was im Regelbetrieb eigentlich eine Verschwendung von Arbeitsspeicher ist. Mit Exchange Server 2019 ist es nun so, dass der Cache beim Einbinden einer aktiven Kopie in der Datenbank größer ist im Vergleich zu den passiv eingebundenen Kopien. Das heißt, die passiv eingebundenen Kopien sind für die Nutzung zwar vorbereitet, aber sie geben der aktiven Kopie Arbeitsspeicher ab, um so allein schon mit dem vorhandenen Arbeitsspeicher eine bessere Leistung erzielen zu können. Was passiert nun, wenn eine der zusätzlichen passiven Kopien gemountet wird? Dann bleibt der Gesamtspeicherbedarf komplett unverändert, aber der Cache der ersten aktiven Kopie reduziert sich. Die passive Kopie, die zu einer aktiven umgewechselt wird, nimmt sich mehr Arbeitsspeicher und kann so in den Betrieb überführt werden. Und so kann man sich jetzt vorstellen, geht es dann mit den weiteren passiven Kopien weiter. Dies ist mit einer der Gründe, warum es so wichtig ist, den Arbeitsspeicher von Exchange-Servern korrekt zu dimensionieren und bei der virtualisierten Betriebsart halt nicht mit einem dynamisch zugewiesenen Arbeitsspeicher zu betreiben. Kommen wir zu den Hardware-Ressourcen für Exchange-Server 2019. Die Empfehlung der Produktgruppe ist weiterhin natürlich physische Server zu verwenden, physische Standard-Server zu verwenden. Das liegt einfach darin, dass der Benefit einer Virtualisierung für Exchange-Server keine wirklichen, also der existiert einfach nicht. Es gibt keine Vorteile, es erhöht nur die Komplexitätsebene durch den Einzug einer weiteren Betriebsebene, die für Betrieb und für Wartung berücksichtigt werden muss. Hinzu kommt dann der Mischbetrieb zwischen SSDs und HDDs.
in Dual-Socket-Konstrukt, das heißt am Motherboard mit zwei Socket-Struktur, gibt es keine große Änderung, das war schon vorher so. Unterstützt werden bis zu 256 GB Arbeitsspeicher. Hier gibt es für Exchange Server 2019 oft das Gerücht, dass 128 Gig die Mindestanforderung ist. Nein, es ist eine empfohlene Größe. Natürlich können Sie auch mit wesentlich weniger Arbeitsspeicher beginnen für die Mailbox-Rolle. Hier kommt es aber darauf an, dass Sie die Anforderungen mit dem Role Requirements Calculator für Exchange Server 2019, den Sie übrigens auf dem ISO der Binaries zu Exchange Server 2019 finden, berechnen und sinnvoll adaptieren. Wie gesagt, noch einmal zur Wiederholung: 128 GB Arbeitsspeicher ist die empfohlene Größe, es ist nicht die Mindestanforderung. Eine größere Einschränkung für den Wechsel und für den Betrieb von Exchange Server 2019 ist natürlich die Anforderung, dass das Betriebssystem, das unterstützte Betriebssystem Windows Server 2019 ist. Hierzu muss im Hause das passende HAUF vorhanden sein, insbesondere dann, wenn man auch hier der Empfehlung folgt und Windows Server 2019 Core verwendet. Ich kann die Nutzung von Windows Server 2019 Core nur dringend empfehlen. Wie schon erwähnt, Virtualisierung ist natürlich unterstützt, wie auch bei den Vorversionen. Die Anforderungen hinsichtlich der Ressourcen sind zu 100% identisch wie für die physischen Server. Wichtig ist hier, dass die Zuweisung von Prozessor- und Arbeitsspeicherressourcen nicht mit dynamischer Zuweisung erfolgt, sondern immer mit reservierten Ressourcen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Exchange Server auch die Leistung liefern kann, die Sie von diesem Produkt erwarten. Natürlich gibt es auch gewisse Sachen, die nicht mehr unterstützt werden. Im Vergleich zur Vorversion Windows Server 2016 existiert kein Unified Messaging mehr. Hier gibt es einen Migrationsweg hin zu Cloud Voicemail. Wenn Unified Messaging für Sie ein großes Thema ist, dann wird eine Migration zu Server 2019 noch ein bisschen auf sich warten lassen müssen. Oder Sie gehen hybrid und migrieren vielleicht auch komplett zu Exchange Online und in die Cloud. Im Vergleich zu Server 2013 sei erwähnt, dass jetzt keine Unterstützung mehr für die MAPI-CDU-Bibliotheken gibt, um auf Postfächer per programmierten Code zuzugreifen. Hier ist die Alternative die EWS oder die REST-API. Es gibt auch keine Client-Access-Server-Rolle. Wir erinnern uns, Exchange Server 2013 war als erster moderner Exchange Server noch aufgeteilt in die Client-Access-Server-Rolle und in die Postfachrolle. Aber lohnt sich denn nun ein Wechsel? Schauen wir es mal ganz kurz an. Der Vorteil der Nutzung der Metacache-Datenbank in Kombination mit dem dynamischen Datenbank-Cache führt zu der Möglichkeit, bis zu 20% mehr Benutzer ihr Exchange-Server zu bedienen. Ich habe eine bessere Ausnutzung der HDD-Laufwerke und auch eine Unterstützung größerer Laufwerke. Hier sei natürlich erwähnt, dass SAN-Speicher hier nicht das Optimum ist, sondern JBOD, die empfohlene Betriebsvariante zur Bereitstellung von Datenspeicher für Exchange Server 2019. Ich bekomme mit der Metacache-Datenbank eine schnelle Bereitstellung von Suchergebnissen und eine Halbierung der Latenzzeiten für die Anmeldung und auch für den Postfachzugriff. Big Funnel als weitere große Komponente führt zu einer schnellen Aktivierung passiver Datenbankkopien, weil hier nicht mehr auf die Replikation der Suchindizes gewartet werden muss. Suchindizes sind im Postfach und damit sofort für einen aktivierenden Server verfügbar. Und durch den Wegfall der Fast-Suchindizes im Dateisystem habe ich auch einen reduzierten HDD-Speicherbedarf. Jenseits von Exchange Server ist natürlich bei der Überlegung, ob sich ein Wechsel lohnt, auch das Lifecycle-Support-Ende von den Exchange Server-Vorversionen zu betrachten. Für Exchange Server 2013 befinden wir uns bereits im sogenannten Extended Support-Zeitraum. Es gibt keine neuen Produkt- und Feature-Updates mehr. Die sind passé. Bis zum 11. November 2023 gibt es noch Security-Fixes, die bei Bedarf als kumulatives Update ausgeliefert werden. Für Exchange Server 2016 ist das geplante Supportende aktuell der 14. Oktober 2025. Das bedeutet, dass wir bis dahin
Ja, noch ein bisschen Zeit haben. Das heißt, wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie mit Ihren Voicemail-Situationen umgehen, haben Sie bis dahin noch Zeit, Exchange Mobile 2019 Support zu betreiben. Allerdings ist das auch schon das Ende des erweiterten Supports. Der Standard-Support Ende 2021. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch bedanken, dass Sie sich diesen Tech Talk angeschaut haben und bis zum nächsten Mal.